Willkommen zurück zu Mario Kart Tours. Ich spreche das jetzt hier schon zum dritten Mal. Letzte. Mein fünfter Cup. Mit Bowser. Mir ist aufgefallen, SNES ganz oben, N64 als zweites so meine Strecke, Game Boy Advance als drittes und GameCube als viertes und wir machen den Pilz Cup. Mit Bowser so schrecklich zu spielen. Ich fehle nur schon in der zweiten Strecke. Komme ich immer noch auf dem achten. Hier habe ich es die ganze Zeit auf dem zweiten Platz im Ziel geschafft. Also. Ich weiß nicht, was da los ist. Ich trinke sie auch mal schwer. Wie baut auch hier rumbauen, das ist ja schon nicht mehr schön. Und das sieht schon wieder so aus, als ob ich nur Zweiter werde. Es wird mir leid tun, wenn ich es diesmal nicht vernünftig hinbekomme, werde ich Knochendruck nehmen und Bowser auf irgendeinen anderen Köpfer legen. Dann wird der Part nämlich auch Überlänge haben. Dadurch das natürlich zeigen, dass es mit dem echt kaum klappt. Wenn ich jetzt weiter werde, ist es ja noch in Ordnung. Nur im nächsten, in der nächsten Trick ist es dann halt so, dass ich da irgendwie den Start verkacke. Komm, ne Rutsche. Nein. Ja, ich werde hier jetzt schon wieder nur Zweiter. Ah, was für eine Schande. Diesmal dürfte ich den Start nicht verkacken. Peach, hup nicht so rum. Ach, jetzt habe ich hier das Item verkacke. Auf jeden Fall habe ich auch, keine Ahnung wie oft gesagt, dass ich mich im Mario Kart Tours vertan habe. Das ist nämlich nicht der Geister Tal ist, sondern der Spuk war, dass die Strecke jetzt hier vorkommt. Und ich dachte mir so, hä, die Strecke auf dem der ist ja was größer gewesen, aber es war halt nicht die Strecke, die bei Mario Kart Tours momentan ist. Jetzt sieht es momentan noch gut aus. Und als ob es so schwer ist, dich zu treffen. Komm aber. Nicht als erstes an. Was? Ich hab Peach runtergeschubst. Oh, der Betrug ist real. Dann will ich jetzt groß und dann wieder schöne Zeit zu beschleunigen und mich zu überholen. Der Bowser hat halt so eine schlechte Beschleunigung hat. Zwar trotzdem eine geile Höchstgeschwindigkeit hat, aber so. Ach Peach, nein, mach das nicht, danke. Mario. Ah, somit hat Peach ihren Rachel verkackt. Ah, das ist geil.
Und nein, nein, nein. Oh, boah, das ist echt eine Schande. Eine große Schande. Als ob ich das Item nicht getroffen habe. Und ein Blue Shell. Warum war mir das klar? Wollte ich runterschubsen, Peach. Komm. Jetzt habe ich das nicht hinbekommen. Ich muss gucken, dass ich die nächsten Rennen erst erwähne, sonst wird es hier nicht. Okay, Peach kriegt jetzt eine Red Shell hinten rein. Und ich krieg eine Blue Shell. Okay, ernsthaft? Schon wieder eine Blue Shell? Und Peach ist runtergefallen, aber ich knall gegen die Wand und verpasse das Item. Knall schon wieder gegen die Wand und die hat wieder genügend Zeit, um mich zu überholen. Um mir halt näher zu kommen. Und wieder Bowser! Nein, nein. Oh mein Gott. Ja. Oh, so weit bin ich noch nie gekommen. So weit bin ich echt noch nie gekommen. Dass es nochmal so spannend im 50er Hubraum wird, das hätte ich echt nicht gedacht. Die Wolkenpiste. Das war aber auch eine gemeine Strecke. Überhaupt ein Pilz? Oh, Peach, glaub mir. Du gehst mir so auf die Nüsse. Oder auf die Hörner. Das glaubst du ja nicht. Aber bis jetzt läuft es gut. Ich glaube, das Schwerste haben wir bis jetzt hinter uns. Auch vom 50er Cup her. Oder von dem Blitz Cup. Auch wenn die mir schon wieder auf dem Buckel hängt. Auch wenn es mir nicht viel gebracht hat. Die kriegt alles von mir rein. Und die kriegt jetzt mit Red Shell. Ah, die hat Itembox nicht getroffen, so wie ich. Kämen driften, also rüber zu driften, das würde irgendwie klappen. Ist aber auch riskant. Weil wir da fast runtergefallen. Und als ob man direkt abgebremst wird und wo ist, oh, da ist Peach. Wollte schon sagen, so lange fast noch stehen geblieben und die kam mir nicht hinterher. Und die hat ernsthaft eine Red Shell. Und Yoshi schickt mir jetzt noch eine Blue Shell hinterher. Und Peach denkt sich so, ja, geile, komm mir mal hinterher. Und ich knall noch gegen eine Banane. Ernsthaft. Und ich habe nur eine Banane zum Bloggen. Wenn jetzt wieder eine Blue Shell kommt, ja, dann bin ich am Arsch. Nehme ich lieber zum Blocken. Und. Aber
Nein. Wir sind im Ziel. Und Pause hat noch eine Blue. Ach, Donkey Kong hat mir noch eine Blue Shell hinterhergeworfen. Ich darf höchstens Zweiter werden im letzten Rennen. Auf der Yoshi-Piste. Eine epische Strecke. Ich darf nur Zweiter werden. Ich darf gar nicht drüber überlegen, Zweiter zu werden. Ich muss Erster werden. Das fängt schon mal gut an. Was? Die Abkürzung kann ich nicht nehmen? Was ist das für eine Scheiße? Ach komm. Ich hätte noch ein Item. Dann getaut. Bowser. Komm, der Stern ist so nicht schlecht. Wenn ich jetzt noch einen Pilz bekomme für die Abkürzung hier, komme ich doch wieder ins Rennen rein. Komm. Komm, ja. Aber natürlich ist Peach auf dem zweiten. Die darf nicht auf dem zweiten. Dann sind wir nämlich beide Erste. Und dann habe ich keine Ahnung, wer von uns beiden gewinnen will. Entweder sie, weil sie wieder auf dem ersten Platz gekommen ist. Oder ich, weil ich die ganze Zeit schon drauf war. Ich habe keine Ahnung. Peach hat was zum Loggen. Okay. Wir haben hier eine Red Shell reingehauen. Ich habe eine Dreierbanane zum Blocken. Vielleicht kriege ich jetzt noch ein geiles Item. Oh, es ist knarr. Komm her, das schaffen wir. Wir haben es. Wir haben es. Ganz knapp. Somit haben wir den 50er Hubraum abgeschlossen. Und den Platz haben Daisy freigeschaltet. Daisy und Knochendrucken schaltet man frei, wenn man also Knochendrucken die obere Reihe des 50er Hubraums macht und Daisy die untere Reihe. Und in der nächsten Folge. Ach, erstmal. Ja. Die Endings. Wie hat mir der 50er Hubraum gefallen? Ja, es macht Spaß.
Ja, es ist in den meisten Fällen echt langsam. Und das ist halt das, was dann auch so nervt. Kann man hier. Nee, leider nicht. Ich dachte, man könnte die Buchstaben drücken und dann kommen da so Töne wie bei Super Mario 64. So, auf jeden Fall. Tja, es ist halt sehr langsam und auch keine Herausforderung. Obwohl das jetzt am Ende mit Bowser nochmal echt Rage war. Aber das glaubt man gar nicht. Ich habe auch zweimal den Part einfach neu gestartet, weil ich einfach in der zweiten Runde des Spukfahrens immer noch auf Platz 8 war. Und da dachte ich mir so, das kann ich nicht bringen. Und so echt, ich hätte, wenn ich nach dem zweiten Rennen echt nie auf dem ersten gewesen wäre, oder mindestens auf dem zweiten, hätte ich gesagt, so, jo, Leute, ha, das ist Donkey Kong. Hätte ich gesagt, ja, ich nehme einen anderen Fahrer, hätten wir Knochen trocken, den wir freigeschaltet haben, genommen. Wer fährt da? Da ist Toad. Also, ja. Aber die Strecken sind eigentlich alle ganz cool. Das ist Bowser. Also auf jeden Fall, ich werde, also es gibt insgesamt 6 Missionen. So, da es 3 Cups gibt, also 3 Hubräume, werde ich ja nach einem Hubraum 2 Missionen immer machen und dann wieder rennen, damit auch einigermaßen Abwechslung ist. So, und ja, ich würde gerne von euch erfahren, ob ihr wollt, da ja die Rennen jetzt etwas schneller gehen und auch damit die Parts etwas länger werden, dass wir so machen, dass wir 2 Cups in einem Part machen, außer es wird ein Fail Cup. So, oder es sind beides einfach nur Fails, dass ich dann sage, so, jo, machen wir das halt neu. Schreibt es mir einfach mal in den Kommentaren. Und das war's Outro. Aber ich trotzdem hoffe ich, dass es euch Spaß gemacht hat. Danke für dein Interesse. Und dass ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei seid von Mario Kart DS. Auf Wiedersehen und ciao.